zwei punktförmige positive Ladungen x Coulomb und y Coulomb, die in einem Abstand von 5 Meter voneinander entfernt liegen, stoßen sich mit einer Kraft von 0,072 Newton ab. Nachdem sie sich berührt haben, bringt man sie wieder im selben Abstand voneinander. Dann stoßen sie sich mit einer Kraft von 0,081 Newton ab. Berechne die Anfangsladungen x Coulomb und y Coulomb vor der Berührung. Hier die Anfangssituation. Wir haben diese zwei Ladungen von x Coulomb und y Coulomb, die 5 Meter voneinander entfernt sind. Da die Ladungen dasselbe Vorzeichen plus haben, stoßen sie sich ab mit Kräften, deren Stärke F1 0,072 Newton beträgt. Jetzt nehmen wir diese zwei Ladungen und lassen sie sich berühren. Dann werden die Ladungen sich ausgleichen und wir werden als zwei Ladungen den arithmetischen Durchschnitt der Anfangsladungen erhalten. Also jede Ladung beträgt x plus y halbe Coulomb. Dann trennen wir diese Ladungen wieder und setzen sie im selben Abstand wie am Anfang, also im selben Abstand 5 Meter. Dann stoßen sie sich mit diesen Kräften ab, deren Stärke F2 gleich 0,081 Newton beträgt. Was wir suchen, sind diese zwei Anfangsladungen, die positiv sind und die wir in Coulomb ausdrücken werden. Dazu wenden wir selbstverständlich die Formel von Coulomb an. Zuerst diese Situation. Die Formel von Coulomb ergibt, dass F1 gleich ist zu K0 mal das Produkt der Ladungen x und y geteilt durch das Quadrat der Distanz r zwischen den Ladungen. Wir ersetzen F1 durch 0,072, K0 durch 9 mal 10 hoch 9 und r durch 5. So erhalten wir diese Gleichung, die sofort führt zu x mal y gleich dieser Bruch, das heißt x mal y gleich 2 mal 10 hoch minus 10. Jetzt diese Situation. Die Formel von Coulomb ergibt, F2 ist gleich zu K0 mal das Produkt dieser beiden Ladungen geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen diesen zwei Ladungen. Hier ersetzen wir F2 durch 0,081, K0 durch 9 mal 10 hoch 9 und R durch 5. So erhalten wir diese Gleichung, aus der wir schließen, dass x plus y im Quadrat gleich zu diesem Bruch ist, das heißt gleich zu 9 mal 10 hoch minus 10 ist. Jetzt setzen wir dieses Quadrat rechts rüber, wo es normalerweise zu plus minus Quadratwurzel wird. Aber da beide Ladungen x und y positiv sind, muss ihre Summe ebenfalls positiv sein und deshalb erhalten wir x plus y gleich plus diese Quadratwurzel und somit haben wir herausgefunden, dass x plus y gleich ist zu 3 mal 10 hoch minus 5. Wir suchen die zwei Zahlen x und y. Wir kennen ihre Summe und wir kennen ihr Produkt. Also, um die zwei Zahlen herauszufinden, können wir diese Gleichung zweiten Grades mit unbekannter z erstellen.
Wir schreiben z hoch 2 minus die Summe der zwei Lösungen, also 3 mal 10 hoch minus 5, plus das Produkt der zwei Lösungen, also 2 mal 10 hoch minus 10, gleich 0. Jetzt brauchen wir nur noch diese Gleichung zu lösen und die zwei Lösungen, das sind die Zahlen x und y. Wir werden diese Gleichung mit Taschenrechner lösen. Dazu gehen wir ins Menü, fahren mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen und bestätigen diese Auswahl mit Enter. Wir möchten eine polynomiale Gleichung lösen, also Kategorie 2. Sie ist zweiten Grades, also wählen wir auch hier die 2. Jetzt brauchen wir nur noch die Koeffizienten einzugeben. Der Koeffizient von z² ist 1, Enter. Der Koeffizient von z, das ist minus 3 mal 10 hoch minus 5, Enter. Und der unabhängige Term, das ist 2 mal 10 hoch minus 10. Enter. Jetzt nochmal Enter. Wir sehen, die erste Lösung dieser Gleichung zweiten Grades ist ein 50.000stel. Das heißt 2 mal 10 hoch minus 5. Die zweite Lösung der Gleichung ist ein 100.000stel. Das heißt 1 mal 10 hoch minus 5. Wir haben also hier zwei Lösungen gefunden. Die erste Lösung z1, das ist die Zahl x, die wir suchen, beträgt ein 50.000stel, das heißt 2 mal 10 hoch minus 5. Die zweite Lösung z2, das ist die Zahl y, die wir suchen, die beträgt 100.000stel, also 1 mal 10 hoch minus 5. Und demzufolge gilt, die erste Ladung x beträgt 2 mal 10 hoch minus 5 Coulomb und die zweite Ladung y beträgt 1 mal 10 hoch minus 5 Coulomb.